Willkommen zu einem neuen Part von Monster Hunter 3 Ultimate. Diesmal erledigen wir den Brachydios. Schwere Jagd. Wenn der Brachydios in die Jagdgründe des Agnathos eindringt, wird es heftig. Welches Monster wird der Vulkan regieren? Gucken wir es an. Das ist ein meiner Meinung nach richtig cooles Monster, aber auch eines der unfairsten. Jupp. Vor allem, wenn es Bumm macht. Ihr werdet gleich sehen, warum. Ja, seine Kombis sind echt heftig. Es sieht so aus, ob der Brachydios verlieren wird. Wird das so sein? Ja, ich glaube nicht, das ist schließlich sein Video, Alter. Alter, was da eigentlich, dass er einen getrockneten Agnator auf sich tragen kann, ist schon krass. Los, Agnator, du schaffst das, mach ihn fertig. Wehe, das Video endet jetzt. Ah. Hast du ja noch gar nichts gemacht? Am Ende zumindest. Oh, da war da sie nur tot gestellt oder was? Nicht schlecht. Am Ende hat's Bumm gemacht. Ja. Yeah. Also, armer. Und genau das sind seine Fähigkeiten, diese Schleimdingens. Das ist höchst explosiv. Genau, darum geht's heute. Wie? Dass man eine Schleimbombe baut? Habe ich aber auch schon mal geschafft jetzt in G? Nein. Okay, ja, das wird eine richtig heftige Herausforderung für uns. Für euch ja nicht, aber ihr könnt ja mitfiebern. Ja. Ihr denkt so, hoffentlich schafft Goodplayer das. Hoffentlich. Genau. Ich bin wohl so früh auch da, wie man nur auch da sein kann. Ich war ja da. Haha. Ich weiß, aber dass man, er ist immer eher da. Ich weiß. Ach genau, um den Dominik auf dem Großen zu sehen. Oh nee, ist Vulkan. Weiß. Ja? Oh, es wohl kam. Sekunde. Kleine Planänderung. Keine Heißgetränke mit. Oh, doch, Heißgetränke waren ja richtig. Kaltgetränke. Vulkan. Ach, ja, stimmt. Hä? Was habe ich gerade bei Heißgetränken? Ach so, extrem kalt. Ich habe Hitze gelesen. Okay. Ja, dann kann ich doch richtig. Ich ändere kurz meine Deko. Dann lag ich doch richtig. Ich nehme lieber Hitze beenden. Habe ich hier noch ein Hitzebänden fehlt. Ja, da. Hitze ab, ja. Ja. Und das wird dann am Ende bei Status zu Hitze beenden. Haben wir es nicht schon, ja. Hast du das nicht schon oft genug gesehen? Nein. Aber für die Handys nicht wissen, damit die Juwelen kann bestimmte Fähigkeiten unterstützen. Oder neue hervorrufen. Ja, mein. Die erst unterstützt werden müssen, damit sie entfacht werden von den Rüstungen. Genau. Ja, den Brachydios brechen. Unser Klient, der Brachydios-Forscher. Details, dieser neue Brachydios ist eine faszinierende Kreatur. Keine Spezies gleicht ihm. Ich muss ihn eine Probe haben. Würdest du einen für uns erlegen, damit wir ihn untersuchen können? Warum macht er das nicht selber? Keine Ahnung, wenn wir ihm was von ihm übrig lassen, ne? Ja. Okay, los geht's. Nach dreimal aufnehmen ist Schluss. Ja, können wir nicht mitbringen. Ja, stimmt. Sekunde, nochmal gucken, ob ihr alles mit habt. Ich gucke hier nochmal gerne. Das wird uns alles abverlangen. Wenn das ist schon wieder als Monster, das machen wir zur ersten Mal. Zumindest, Ausrufezeichen, im G. Vielleicht da irgendwelche neuen Angriffe drauf, das wissen wir nicht, aber es wird schon richtig krass jetzt. Oh, ich kann mich hier schon vorbereiten. Ja, hab schon Schiss, dass jetzt ein Fail-Part wird. Das ist gut möglich. Ja, also erstmal jetzt ein gewartetes Deck, um zu gucken. Nein, es war schon auf volle Leiste. Dann wähle ich mal wütend. Mega-Dämonenmittel. Finde ich normal. Und Mega-Panzerhaut. Ich habe da was, als wir uns noch besiegt haben, nichts bekommen. Obwohl, vielleicht doch. Vergessen. Ich sehe ihn jedenfalls. Wo ist er? Der fliegt in dem Gebiet, wo ich gleich hinlaufe. Ne, da ist doch da. Ich komme in irgendwo. Scheiße, dass wir da stehen bleiben. Ich glaube, ich habe gerade einen Mond gesehen. Nein, ist noch. Ja, da ist er. In dem Gebiet, wo ich bin, da. Ich versuche irgendwo mal zu kommen. Ich weiß nicht, was. Ojojo, das kann was dauern. Ja, das ist übrigens ein Monster, wo bei mir auch schon öfters mal die Zeit knapp. Ja, tatsächlich. Das ist eine Menge Ausdauer, sage ich euch. Das ist ein langer, langer Part. Ein langer, langer Part. Später.
Also, so ein langer Tag, Part später. Ich habe keine Ausdauer mehr, aber ich schaffe es. Na, ich warte. Schaff es. Bin da. Was verpasst? Ja. Er ist richtig heftig mächtig. Der sieht nur nett aus. Und rennt weg. Er hat was vor. Genau, um das gleich mal klarzustellen, er kann jetzt, wie ihr gerade seht, mit seinen Schleimdingern da. Wow. Oh, okay, wir reden später weiter. Wir haben nicht gerade geschafft, ihn umzustoßen. Das ist ein seltener Fall. Ja, nicht allzu selten, aber passiert nicht allzu oft. Bei ihm würde ich besonders aufpassen, seit niemals vor. Oh, ist wütend. Jetzt versuchen wir natürlich seinen Schwanz abzuhacken, was natürlich wieder geht. Kleiner Tipp. Übrigens, die Schleimspuren da, die man übrigens auch abbrechen kann, die sind gelb, wenn er wütend wird. Ja, wie gesagt, er kann durch seine Feuchte. Und die explodieren sofort. Und durch seinen Körper, die ja eingeschleimt sind praktisch. Sind. Ja. An den Händen muss er nur wieder mal den Schleim erneuern, kleiner Tipp. Genau, damit kann er praktisch Explosion hervorrufen. Oder Achtung! Oder Pfützen machen, die hinterher explodieren. Ich fühle mich hier etwas in Und genau diese Kombos, diese Explodierkombos, die er manchmal macht, die sind so unfair. Rette sie verkannt. Aber wenn ihr, wie ihr wahrscheinlich auch schon gerade bemerkt habt, ja, ein recht cooles Monster ist. Kleiner Tipp, seid niemals vor denen. Immer hinten bleiben. Jetzt habt ihr. Ja, sonst werdet ihr von Kombos erwischt. Und immer schön wegrennen. Genau. Das ist ein Monsteranteil, nicht gang und gäbe. Oh, verdammt! Dobby, helf mir! Dobby, ich bin doch eh schon so gut wie tot! Danke! Gott! Er folgt dir! Nein! Nein, er folgt mir! Verdammt! Ganz knapp ausgewichen! Er folgt ja dir! Eieiei, er ist ein sehr schnelles Monster! Und? Er ist auch nur daran, dass er so vorkommt, als hätte er viele KP! Weg hier! Oh, er macht oh, ich versuche auszuweichen. Ja. Oh, noch geschafft. Wie ihr seht, blitzen die Stellen, wo dieses Feuerdingens ist. Auch mal ganz kurz vorher auf. Und da könnt ihr sehen, schaffe ich es auszuweichen oder nicht. Kommt ihr zur Sicherheit am besten einfach nur rollen. Einfach nur wegrollen, wenn die Waffe raus darf. Wenn ich natürlich wegrenne. Aua. Tot? Nein. Ja, und diesen Angriff kann man kaum ausweichen, weil es praktisch zeitgleich macht. Ich überlebe. Verteidigungsstärken gerade bekommen. Was macht eigentlich der Schleim? Ach, der explodiert auf der Seite. Oh Gott, ich bin schon wieder fast tot. Das zieht mir so viel ab, Tommy. Ja, ich bin bewusstlos. Scheiße. Das zieht viel zu viel ab. Ich krieg kaum Schaden ab, also. Gott, ey, ich werde mich zum Beispiel eine neue Rüstung besorgen. Müssen wir auch. Hab doch gesagt, die Bacchylios-Rüstung brauchen wir. Scheiße. Ja, die Bacchylios-Rüstung, dafür müssen wir aber erstmal killen können. Ja. Ich hab auch noch eine Bacchylios-Rüstung, der alte. Wir brauchen die neue. Die hat nichts mehr zu suchen, ja. Die Bacchylios, die ist, glaube ich, auch eine der besten. Außerdem läuft er gerade irgendwie im Kreis, ich weiß nicht warum. Schön zu wissen. Und ich fühle mich hier wieder ein bisschen mal allein gelassen. Und ich fühle mich mit Kopfhörer irgendwie so, als hätte ich so ein professionelles Headset. Und ich fühle mich gerade hier tot. Oh ja, yeah. Also unprofessionell ist unsere Displays also doch nicht. Es macht Bumm. Naja. Nein, du war so, wer denkt, unsere Splash ist also erlangt wirklich nichts an Arbeit, das ist falsch. Wie will man sonst so ein Monster vernichten? Ja, einmal das und allgemein. Ich habe übrigens wie immer so eine Phobie danach, ein Video zur Playlist hinzuzufügen, weil es mal so schwierig ist. Nee, aber so. Es macht Bock. Langweilig. Man wird jeden auf jeden Video bearbeiten, extra auf der Playlist drauf gehen. Oh, er so, liegt. Jetzt hier hinzufügen und alles. Das ist immer. Oh. Okay, jetzt ist echt nicht das Schlimmste, ne? Aber schon eine nervige Angelegenheit. Das ist so, wie in Schule aufpassen. Ja, genau. Ich treff den nicht. Was irgendwie. Wann kommst du mal wieder? Hier bin ich schon. Danke. Ich bin mich immer noch allein gelassen. Mit Dämonenmodus. Apropos Dämonenmodus. Sobald das nächste Mal wütend ist, sollten wir eine Fahne beisetzen. Na klar. Haben noch ein paar Mal Sterben übrig. Jetzt. Ja, ist wütend. Warte, ich habe doch auch den Dämonenmodus an, im gleichen, was da aus ist. Er ist ja bis gerade erst geflüchtet, also kann ich nicht passieren. Oh. Ich fühle mich immer noch tot. Wow, wir haben immer gerade so, das war Schascha. Oder okay, jetzt können wir von mir aus machen. Mach's aber gut. Erst. Nein, ich muss noch.
Ich mach dann. Windsaft einfügen oder so. Aber mach nicht allzu weit weg, Alter. Du musst doch hinterherkommen. Ich muss den da erstmal. Ich muss erstmal von dem weg. Okay, jetzt muss schon mal unsere Schaschas her. Nö, brauchen wir wahrscheinlich nicht. Oder doch? Weil aus irgendeinem Grund drüber gelaufen ist. Die waren noch nicht einsatzbereit. Ja. Na los, jetzt kommt er. Oh, nein. Alter, Schascha, nein! Ja, komm her. Spiel feiner Brachydios. Okay? Okay, mit der Kombi kann ich ihn jetzt wenigstens einiges absehen. Ja. Einiges in seiner Unmenge an Energie. Oh, wir haben was kaputt gekriegt. Was denn? Oh, sein Schädel, das ist sehr gut. Als nächstes müssen wir unbedingt seine Hände kaputt bekommen. Und sein Schweif. Aber seine Hände sind, glaube ich, auch noch zumindest für den Kampf wichtiger. Ja. Er flieht. Ich würde gerne noch was essen. Das war eine erfolgreich eingesetzte Falle. Pass auf. Ach, keine Sorge. Ich hoffe, was eigentlich ist, aber das kann er hier auch nicht. Oh oh, deswegen soll ich aufpassen, weil er so gerade am Weg ist. Mit so einer Stoßattacke könnte er hier alles praktisch wegräumen. Was die gerade macht übrigens! Die ich gerade ausgewichen bin. Wow, das ist nicht schlecht, aber da hast du Feuerschaden bekommen. Nein, ich kann keinen Feuerschaden bekommen. Ach so, weh der Fähigkeiten, ja. Hat doch einen Vorteil diesmal gehabt. Doch nur klein. Vorteil ist ein Vorteil. Wow. Ja. Ich habe keine Ausdauer mehr. Und jetzt. Ah, jetzt nicht normal. Trotzdem bin ich nur am Ausweichen. Ja, warte du. Boah, ich bin fast in der Explosion. Wenn er das nächste Mal wütend ist, können wir eine Schockfalle einsetzen und dann. Ich muss hier weg. Etwas Zeit, wir haben hier Sleep. Ich helfe dir. Na, warte du kleiner. Großer. Der ist doch klein. Shit. Ja, aber schon größere Monster erledigt, ne? Genmuan. Naja. Das ist nicht schlecht. Also, wenn er wütend ist, ist er echt der Hammer. Und sonst geht es eigentlich. Ja, das ist halt nervig, wenn man nicht so hinkommt. Aber er sammelt gerade übrigens. Sehe ich auch. Aber ich glaube, der macht ja später eine Pause. Das nervt vor allem. Wenn der macht jetzt in der Lava eine Pause. Ja. Ich komme, ich kann hin. Ich auch, aber eigentlich die Gelegenheit, sein Schwänze zu attackieren, ne? Deine Route ist vollständig von diesen Synonymen. Jawohl! Und jetzt auf seiner Route. Ich mach die Hände kaputt. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass wenn der Schweif ab ist, ja, das ist das beste Wort dafür, dass er dann, jawohl, übrigens geschafft. Und ich verdammt. Geh jetzt nicht zum Schweif. Warte, gute bis er das Idee. Gewicht verlassen hat. Das will ich bei dem vor allem in meinem F. Entschuldigung. Pass auf! Ah! Ich wusste nicht, dass ich so lange dafür brauche. Eieiei. Aber immerhin. Du hast ja erst einmal gestorben. Du hast Schleim dran, das war aufdrehlich. Schwere Zufall. Läuft's doch. Was ist die Megaspankers auswahl? Soll ich aber kombiniert? Jöhe. Das nennt man Glück. Läuft bei uns. Und wirst du gerade keine gute Wies aus? Der kann mit grüner Schärfe noch attackieren ohne den Modus. Oh oh. Nee, ist er da am Sabbern oder? Nein, der ist wütend, dann sabbern die erst recht nicht. Okay, dann sollten wir gleich anfangen. Weil ich muss meine Waffe schärfen. Na klar, ich häng ein bisschen ab. Hier, hierher, na komm, der folgt mir wirklich. Lol. Okay, ich muss die Schockfalle ein. Na komm, er folgt mir immer noch. Ist er da flieht jetzt, aber nein, ich glaube so schnell nicht, weil er ist ja wütend. Ich muss ihn. Ich bring ihn mit. Er kommt schon. Ich weiß. Das ist so schnell meiner Meinung nach. Ah! Überlebt. Aber jetzt drin. Verdammt, der toll. Jetzt wo ich gerade nicht rein kann. Weniger erfolgreich ausgeführt. Ach, ich kann schon angreifen. Ja, ich esse jetzt. Jetzt habe ich auch nur noch eine Schärfe. Und er fliegt jetzt. Naja, das ist also erfolgreich. Wir haben noch unsere Blitzbomben im Gepäck. Danach sind wir praktisch. Oh, er heilt sich da. Er ist da. Ich bin nicht irre, oder war es doch weiter runter? Doch, ich glaube, da kann er essen. Nein.
Naja, nee, ist nicht. Okay, ich komme mit. Sollen wir doch noch ein Gebiet weiter weg? Also, aber ein Gebiet darunter kann das sich auf jeden Fall. Hier kann das sich auch heilen. Hä? Aber warum tut das dann nicht? Weil hier gerade keine von diesen Viechern sind. Die sind nur manchmal da hier. Da ist ein paar Glückssache. Ja. Haben wir einen kleinen Vorteil hier. Ich fühle mich immer noch bedroht. Aber warum hat er damals jetzt, hat er im Video nicht jetzt den Anaktor da aufgegessen? Weil hat er ihn nur den letzten Todesschlag verpackt, also verpasst. Den Todesschlag verpasst. Und warum hat er überhaupt gegeneinander gekämpft? Streitigkeit? Wer im Vulkan herrschen darf, ist er weg vom Eingang? Ach ja, genau, da muss ich geschrieben. Ja, jetzt gerade eben schon. Er kommt wieder. Oh, du hast Schleim übrigens dran, ich will mich rollen. Oh, gute Idee. Ich glaube, zweimal Rollen braucht man dafür. Ja. Achtung, wenn deine Fäuste trocken sind, dann der etwas schwächliches Grün, also nicht verwechseln mit abgehackt. Abgehackt? Abgehackt ist, wo er einer Stelle, wo vorne gar nichts mehr ist. Der kann dann doch für kurze Zeit. Ich muss hier mal durchrennen, bevor es explodiert. Das war, wer weiß ich, seine Arme zu zermürben ist schon ziemlich schwer. Und riskant. Ja, denn da kann er nach Blitzen. Da sieht man jetzt gerade seinen am sein. Ja, das ist gerade trocken. Der muss ja immer wieder nachfüllen. Er kann auch nach ansabbern. Durch Sabbern macht das er wieder. Yay. Das war ich. Ich habe auch angegriffen. Ja, man sieht in welcher Zeit es Richtung der hingeflogen ist. Und dann. Ach so. Er ist schon wieder wütend. Aber einen haben wir kaputt gekriegt. Sehe ich gerade. Echt? Ja, ja, tatsächlich. Der rechte ist ab. Naja, der rechte von uns aus, sein linker, sagen wir so. Oh, nochmal weg! Noch einmal weg. Gesagt. Letzten Moment, bist du tot? Nein. Es ist gut. Ja, ja. Sind doch ein bisschen besser als erwartet, aber jetzt geht's wieder ein bisschen bergab. Eieiei. Bist du tot? Noch nicht. Wenn ja, würde ich. Habe ich noch die Hälfte meiner KP, aber ihr weißt ja, wie schnell der angreift. Ich gehe, versteck mich jetzt mal unter dem Felsen. Au. Sein Glück. Achtung, Hilfe ist unterwegs. Ich will auch mal was zu essen. Ich darüber noch. Ich hab grad Schleim. Na, warte, du. Oh. Was? Der hat sich da auch nicht stören lassen? Der hat da gerade weggeguckt. Ist er jetzt verwirrt? Alter Schwede, habt ihr aber auch Glück! Verdammt doch mal! Kann ich mal überhaupt irgendwie mal nicht im Sprung erwischen? Okay, ich gebe alles auf, so hier. Was auch noch Blitzbomben dabei? Doch, ich hatte nur eine. Jawohl! Eigentlich. Ich habe. Weiß nicht, warum ich mich hab. Jetzt kann er alle noch mit seinem Schwanz ja nicht mehr hart angreifen. Risikolos. Ach, komm schon. Ja, ja, er kann trotzdem noch angreifen. Also für mich ist das, dass er das verwirrt ist, hier nicht unnötig gewesen, denn ja, er hat trotzdem Schaden gemacht, sodass ich mich heilen musste. Egal. Er ist wieder unverwirrt. Ja, sein zweiter ist auch ab. Aua. Und trotzdem macht er noch eine ganze Menge Schaden. Genug Schaden, um mich zu killen. Aber ich bin doch nicht tot. Nein, noch nicht. Danke. Ich habe keine mehr übrigens. Yay. Jetzt wird das. Nein, bitte nicht sich nicht rein. Sekunde, ich doch, da können welche drin sein. Ich folge ihn direkt. Ich habe noch die letzten paar KP. Gesundheitserhöhung plus 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 kam. Oh. Fies. Nein, er frisst nicht. Gut. Wir sollten, wenn er wieder wütend ist, eine Falle einsetzen. Wir sollten über. Sicher, wir bekommen Fallen. Jeder hat nur einen. Vor allem Schockfallen werde jetzt kaum noch was nutzen. Meine Fallgrube könnte vielleicht noch was bewirken, aber auch nicht viel. Der hat gerade wieder Schleim nachgefüllt, auch wenn er kaputt ist. Kann er das machen, aber muss öfter nachfüllen. Ach so. Da sieht man, ich glaube, der kann noch ein paar Schläge machen. Ja. Und dann hört es wieder auf. Ja. Also das ist eigentlich Zeit, wo er sabbert. Also am Apropos dieser
Dieses Monster hat hier seinen Erstauftritt, wenn ich mich nicht irre. Und der ist schon wieder wütend. Das glaube ich, dass man auch im Intro zu sehen ist. Also muss doch diesen Erstauftritt haben. Hat es auch. Wir sollten was einsetzen. Du hast die Fallgruppe noch, oder? So ein Monster, wo ich unbedingt. Das unbedingt im nächsten Monster dabei sein muss, finde ich. Weil es ist schon ganz cool, auch wenn es euch unfair ist. Sehr unfair, das manchmal. Ja. Aber es ist episch, da wir mal so. Hierhin! Hier ich war mal total geschwächt und du bist doch. Ja, nein. Und der Bachidius auch, da sind wir ich und der Bachidius mit dem Vulkan im Hintergrund. Beide Dingen. Aufeinander langsam zugelaufen, das war so episch, dieser Achtung, Moment. Er kommt. Einer meiner besten Monster-Momente. Ja, da hab ich schwör. Hierhin. Ich sag Festnuff. Gleich nach diesem Moment, wo ich zum ersten Mal eine Quest erledigt habe. Als ich zum ersten Mal eine Quest erledigt habe. Setz den Fallgrube ein! Ach ja, richtig. Dämlich. Hey. Ich sag dir das schon die ganze Zeit. Nö. Aber wenn dann zu leise und so, dass ich jetzt beim Wasser sprechen nicht höre. Okay. Sobald ich den Schleim los bin. Wenn ist. Schlechte Idee direkt da. Nein. Na los. Geil. Los. Ja. Komm. Ein Schritt nach vorne. Los. Boah, ist der dämlich. Ah, es reicht. Weißt du eh, dass du da reinfällst. Weil du ein Monster wie ihr nicht in der Wiede habt. Okay, dann Arakuga löst die aus, das weißt du schon. Oh! Ja, ein Aktor. Aber. Oh! Alter, hatte ich Glück. Habt ihr das gesehen? Ich bin mit der Kombo mitgeschliffen worden. Er humpelt schon, Leute. Hast du eine Blitzbombe oder sollst du jetzt einsetzen? Ja, ich habe eine. Aber die geht nicht weit genug. Egal. Wir sollten den auf jeden Fall folgen. Wir schaffen das. Dumm. Warte, bis meine Ausdauer wieder einigermaßen gefüllt ist. Hoppala. Hallo, großes Vieh. Erst mein Farbball in die Fresse werfen. Der hat nichts mehr. Du hast nichts mehr zum Lachen, das weißt du schon. Denn wir. Der hat keine seiner Waffe mehr. Wir machen hier voll fertig. Obwohl seine Meinung ja mal anders aussah. Ja. Am Anfang war er noch alles hatte. Aber dabei haben wir dem wirklich alles genommen, was wir ihm nehmen konnten. Ja. Und bald haben wir ihn auch noch das Leben genommen. Ja genau, das haben wir doch nicht genommen. Noch blenden. Ich will nichts riskieren, das weißt du schon. Ja. Aber okay, jetzt will ich doch nochmal sterben. War er nicht. Ich will nichts riskieren, er soll hier. Aber guck mal, immer wenn er gerade verwirrt ist. Oh. Ist es doch, ist er ja, tot. Gut. Und tot. Hallo Brachydios. Du siehst so nett aus. Tot. Ja, mit. Aua! Wenn ich schaffe es nicht vollständig auszunehmen, weil mich immer irgendjemand schlägt. Wie der mich anguckt. Der guckt mich immer noch an. Na. Ja. Meine. Irgendwann wird das Ganze auch langweilig. Ich muss gucken, was ich jetzt abschmeiße dafür. Ich glaube, ich habe 3 Cortex erhalten, was jetzt noch so aus. Na, guck dir mal an. Ich hab 3 Bachidios Cortex erhalten. Hier drin sieht es fast gruseliger aus als außen. Aha. Naja, wir haben hier so ziemlich alles beschädigt. Ja, werden wir noch ein paar wertvolle Dinge von dem bekommen. Der hat eine grüne Zunge, sehe ich gerade. Und vielleicht machen wir uns hier mal die Rüstung von dem Typen da. Der hat eine grüne Zunge. Ja. Wo der Schleim herkommt. Quest erfüllt. Mal wieder. Wir sind gute Jäger. Oh yeah. Belohnung senden. Fragezeichen. Ach, okay, was sind Amulette oder so ein Zeug? Oh, bitte lass mich jetzt Amulett geben. Krieg was. Dreimal alte Scherbe bekomme ich von denen. Ach nee, ne Rückstoß. Boah, ich werde es nie bekommen. Das sind Waffen. Also sag ich am Monster dann nicht mal, dass den Glücksfaktor 200 Sachen bekommt. Das wäre so übertrieben.
vorzusprechen. 9. Ja, und das war's mit diesem Part von Monster Hunter 4 Ultimate. Ja, also bis zum nächsten Part. Und bis dahin, bye bye. Yay.